ein Tag wieder im Buche steht. Alles darf wieder nicht wahr sein, nichts klappt, aber das ist auch normal, ne? Die Honigmann-Nachricht Nummer 44 vom 13.03.2012, Berlin. Viele Deutsche zeigen eine kritische Haltung gegenüber dem designierten russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dies zeigten ihre Reaktionen auf seinen Wahlsieg bei der Präsidentschaftswahl, schreibt die Zeitung Nezavisima Gazeta heute. Laut einer Umfrage des deutschen TV-Senders ARD betrachten 87% der Befragten die russische Präsidentschaftswahl als unfair, woher sie das wissen wohl haben. Während 18% der Deutschen im Dezember großes Vertrauen zu Putin zeigten, waren es im Februar doch nur noch 7%. Mehr als 80% der Befragten sehen Russland eher als ein nicht oder überhaupt nicht demokratisches Land. So viel zu unseren Mainstream-Medien, die dafür gesorgt haben. Die eiserne Kanzlerin Angela Merkel teilte offenbar die kritische Haltung der Deutschen gegenüber den demokratischen Mängeln in Russland. Doch sie ist Realpolitikerin genug, um sich um die Interessen ihres Landes zu kümmern. Der Russlandkurs der deutschen Regierung wird sich nach Putins Rückkehr in den Kreml nicht ändern. Kanzlerin Merkel bestätigte in einem Telefongespräch mit Putin, dass die strategische Partnerschaft zwischen Deutschland und Russland auch künftig mit allen Mitteln ausgebaut werden sollte. Putin, der für seine Sympathien für Deutschland bekannt ist, ist auch bereit dafür. Beide Seiten wollen im politischen Dialog die Dynamik der Wirtschaftspartnerschaft und die Suche nach einer neuen Sicherheitsarchitektur aufrechterhalten. Doch die Meinung der Gesellschaft ist ein wichtiger Faktor in der Politik geworden. Wenn es den Umfragen weiter großes Misstrauen gegenüber Russland geäußert wird, wird sich dieses kaum positiv auf die russisch-deutschen Beziehungen auswirken. Wegen seiner Taten muss sich Moskau das selbst auch noch zuschreiben. Doch es ist auch wichtig, dass diese Taten in Deutschland dargestellt und interpretiert werden. Viele deutsche Medien, Analytiker und Politiker haben der Oppositionsbewegung in Russland zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Die Urteile und Prognosen zur politischen Situation in Russland waren sehr eindimensional. Die in den Medien kursierende Abneigung gegen Putin beeinflusst das Russlandbild der deutschen Öffentlichkeit. Am Tag der Präsidentschaftswahl bezeichnete die Bild-Zeitung Putin als autoritär, sehr nachtragenden, beratungsresistenten und von der Macht berauschten Politiker. Wahrscheinlich hat Bild als erste mit Herrn Putin gesprochen. Welches Ziel die zionistischen Systemmedien damit verfolgen, ist klar zu erkennen. Putin passt ihn gerade nicht zur Erfüllung in ihre Agenda. Damaskus. Der syrische Präsident Bashar al-Assad soll laut arabischen Medien noch am heutigen Dienstag die Vorschläge zur Beilegung des Inlandskonfliktes beantworten, die der Syrien-Sonderbeauftragte der UNO und der Arabischen Liga Kofi Annan bei seinem jüngsten Besuch in Damaskus unterbreitet hatte. Annan zufolge war der Gegenstand seiner Gespräche in Damaskus hauptsächlich die schnellstmögliche Einstellung der Gewalt und der Tötung friedlicher Zivilisten, sowie die Sicherung der humanitären Hilfe an die Bevölkerung und die Aufnahme des Dialogs zwischen allen innenpolitischen Kräften Syriens. Am Dienstag soll Aman in der Türkei mit dem syrischen Opposition gesprochen und verhandelt haben. Sobald eine Antwort der syrischen Landesregierung und Führung auf die Vorschläge von Annan bei der UNO eintrifft, soll die Arbeit am Entwurf einer Resolution des UN-Sicherheitsrates in Syrien wieder aufgenommen werden. Eigenartig, gestern war das zweite, heute das dritte Flugzeug von Russland in Syrien, in Damaskus gelandet, um Hilfsgüter zu bringen. Die anderen kriegen das wohl nicht hin. Ist doch eigenartig. Washington. Neue Science-Fiction-Waffe der USA übertrifft die ausländische Konkurrenz. Die für die Forschungsprojekte zuständige Pentagon-Behörde, die DARPA, tüftelt an einem neuen Laser, der an einem Kampfjet installiert werden soll, um gegnerische Flugzeuge und Marschflugkörper abzuschießen. Laut russischen Militärexperten könnte diese Science-Fiction-Waffe den Verlauf künftiger Kriege beeinflussen. Beim Hauptproblem aller gegenwärtigen Laserwaffen handelt es sich um deren Masse-Leistungsverhältnis und Abmessung, schrieb die russische Online-Zeitung Vojenoye Oboznenje heute. Gerade in dieser Hinsicht wollte die DARPA
nun die russische, indische und israelische Konkurrenz übertreffen. Das Volumen der Laseranlage betrage nur 3 Kubikmeter. Der Laser sei dabei 150 Kilowatt stark. Im Sommer 2012 komme bereits das zweite Testmodul zustande, der auf dem Versuchsgelände White Sands getestet werden soll. Wie sei es den Entwicklern gelungen, die Leistung dieses Lasers zu steigern? Erstens komme diesmal nicht Feststoff, sondern Flüssiglaser zum Einsatz. Das ermögliche ein einfaches und leichtes Kühlsystem anzuwenden. Zweitens brauche der Laser nun keine eigene Batterien, denn er sei voraussichtlich mit dem entsprechenden Akkusystem des Trägerflugzeuges verkoppelt. Bei ersten Anblick scheint die neue Waffe für die Bekämpfung gegnerischer Flugzeuge und Hubschrauber ideal geeignet zu sein, denn die gegenwärtig zur Verfügung stehenden Maschinen seien nicht in der Lage, ihm auszuweichen. Die Frage sei aber, ob die neue Waffe den amerikanischen Militärs gefallen würde. Der israelische Gegenentwurf sei beispielsweise nur gegen langsame Ziele mit hoher Flugbahneffizienz gegen ein Artilleriegeschoss, habe aber bei den Tests versagt. Und eine weitere Frage besteht darin, ob es den Entwicklern gelinge, den Laser in einem Jagdflugzeug und einem Hummer wie geplant zu installieren. Wenn ja, wird der Luftkrieg ziemlich futuristisch aussehen, schlussfolgerte die russische Online-Zeitung. Moskau. Russland baut das weltweit erste schwimmende Atomkraftwerk. Wir haben, glaube ich, im Dezember darüber schon mal berichtet. Wo diese Anlage zum Einsatz kommt und mit welchem Know-how sie beschickt wird, berichtet Wladislav Sozonjuk, Experte des AKW-Bauers Rosen Ergo und Atom. Für Stimme Russland erklärte er auch, welcher Industriezweig diese Entwicklung entsprungen ist. Die Sowjetunion hat bereits in den 60er Jahren versucht, ein mobiles Atomkraftwerk zu entwickeln, um abgelegene Regionen und hohen Norden mit Strom und Wärme zu versorgen. Jeder Versuch scheiterte doch in den 2000er Jahren, rückte die Idee dann wieder in den Vordergrund. Das schwimmende AKW ist eigentlich ein abgeleitetes Produkt der bewährten Technologie, die den Bau atomgetriebener Schiffe ermöglicht. Russland ist heute das einzige Land, das neben Atom-U-Booten auch zivile Schiffe mit Atomantrieb besitzt. Rund 250 Schiffe mit einem bzw. zwei Reaktoren wurden bereits gebaut. Das erste davon bereits im Jahr 1959. Seitdem wurden die Reaktoren immer modernisiert. Derzeit sind sie sehr sicher. Als der Einsatzort für das schwimmende AKW gewählt wurde, wurden viele Faktoren berücksichtigt. Insbesondere achte man auf den Schutz vor möglichen Naturkatastrophen. Im fernen Osten sind etwa riesige Flutwellen und Erdbeben möglich. Das erste schwimmende AKW soll in den Tiefen Awatscha-Bucht vor der Kamtschatka-Halbinsel untergebracht werden. Diese Bucht bietet Schutz gegen Ozeanwellen und starken Winden. Außerdem müsse jede Atomanlage gegen Terroranschläge gesichert werden. Das schwimmende Kernkraftwerk wird mit Schutzsystemen ausgerüstet, die im Notfall die Gefahr erkennen und den Alarm schlagen müssen. Es gibt auch bewaffnetes Wachpersonal. Ein Sicherheitsnovum, das eigens für schwimmende AKWs entwickelt wurde, ist ein besonderes Beschickungsverfahren für Reaktoren. Nach der ersten Beschickung soll der Kernbrennstoff für 12 Jahre ausreichen. Danach wird das AKW abtransportiert, um an einem dafür geeigneten Gelände neu beschickt zu werden. Am Eingangsort gehen unterdessen ein anderes mobiles Kraftwerk in Betrieb. Neben Russland gibt es viele Länder mit dünn bevölkerten Gebieten, wo mobile und sichere Energieanlagen gefragt wären. Einige afrikanische, südostasiatische und lateinamerikanische Länder zeigen schon Interesse. Sie brauchen zwar keine Wärmeversorgung, aber schwimmende AKWs können dort auch Süßwasser produzieren. Fast jedes Kinderprodukt ist zu süß und macht fett. Die Fettleibigkeit deutscher Kinder nimmt stetig zu. Foodwatch wirft der Industrie vor, sie über ihre Werbung abhängig von Junkfood zu machen. Speziell für Kinder hergestellte Lebensmittel leisten keinen Beitrag zur ausgewogenen Ernährung, sondern begünstigen eher falsches Essverhalten. Dies geht aus einem Match-Check der Verbraucherorganisation Foodwatch hervor, der dafür hunderte Kinderlebensmittel genau unter die Lupe nahm. Fazit ihres Reportes: Kinder kaufen,
mit industriell hergestellten Kinderlebensmitteln sei eine ausgewogene Ernährung praktisch unmöglich, da es sich jetzt fast ausschließlich um Süßigkeiten und ungesunde Snacks handelt. Zwischen April 2011 und Januar 2012 untersuchte Foodwatch 1514 Produkte, die gezielt Kinder ansprechen, also etwa mit Comicfiguren oder Spielzeugbeigaben, die Aufmerksamkeit auf sich lenken, oder Online-Spiele sowie Tipps für Schulreferate anbieten. So war es heute bei Welt Online zu lesen. Erst geben sie in den Müll zu fressen und dann fast niemand mehr ohne dieses Chemiezeug auskommen kann, reden die initialistischen Sicherheitssystem und Systemmedien ein schlechtes Gewissen ein. In deren Sprache nennt man das das Setzen der Saat eines kollektiven Schuldbewusstseins. Es ist übel, was da abläuft. Ganz übel sogar. Und das wird noch mehr werden, wenn wir nicht vorher irgendwann Einhalt gebieten. Das war's mal wieder für heute. Ist alles ein bisschen verspätet worden. Ich bitte um Entschuldigung. Schönen Dank fürs Zuschauen. Schönen Dank fürs Zuhören. Euer Honigmann. Tschüss.